Jo Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute steht wirklich eine extreme Folge an. Ihr wisst, das letzte Video war mit den Kärtchen, da sind Aufgaben drauf. Jeder, der die Aufgabe meistert, kriegt dafür natürlich auch Geld. Das Ding ist, die letzte Aufgabe war noch relativ entspannt. Also wir hatten viele Kärtchen, die nicht benutzt wurden. Haben wir tatsächlich in dem Video auch. Da wurden auch ein paar Sachen nicht benutzt. Aber ich kann euch so sagen, die Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe, Bruder, die sind von wirklich sehr guten Eltern. Also es sind wirklich kranke Sachen. Ich teste mit dem Ganzen einfach, wie weit würden die Menschen für Geld gehen. Deswegen viel Spaß mit dem Video, gebt euch das und auf den ich wollte nochmal viel Spaß sagen. Haut einfach rein, guckt euch das Video an. Also das wird jetzt was für die Jungs. Ich hoffe, die Security stechen uns nicht ab, weil wir dürfen ja eigentlich nicht drin filmen, aber no risk, no fun. Digga, wir haben einfach eine andere drin. Ihr seid die Schlimmsten, ne? So klärt ihr euch die Frauen. Hola. Hola, todo bien. ¿Cómo estás? Bien, aquí. ¿Qué tal? Muy bien. Mehr weiß ich nicht. Wollen wir sie verschwinden lassen? Jetzt sieht man sie, ne? So. Zack. Wie heißt denn die Kleine? Josie. Josie, keine Angst. Ich bin ein netter Mann. Nicht zur Kamera gucken, ja? Das okay. Wird mir die Arbeit ersparen. Danke. Stellt euch am besten einmal vor. Anna. Anna und? Alexandra. Ja, Lena. Jana. Ich bin Lisa, ich komme aus Hamburg, ich bin 17. Und? Ich bin Dennis, komme auch aus Hamburg. Heißt auch Dennis? Ja. Aber du bist dieser Fake-Dennis mit N-N-I-S, ne? Nein, Bruder, N-I-Z. Echt? Ja. Stark, Bruder. Ich wurde teilweise gerade gezwungen, die Kamera anzumachen. Die Jungs wollen einfach nur ins Video. Moin, ich bin der Furkan. Kurze Sache, seid ihr zusammen zufälligerweise? Nein, das war nicht. Du bist die Freundin? Willst du auch dazu kommen? Willst du nicht die Freundin dazu rufen? Baby, komm her. Zeig den Schuh. Oha, sie hört nicht mal auf ihren Freund oder ihren Mann. Zeig auf den. Kennst du Leute, die pushen? Seid ihr verlobt? Auf den. Auf den, dieses. Auf den. So, ist das der Ring? Boah. Du hast ihn dir ausgesucht? Ja, Bruder. Wann hat ihr den Antrag gemacht? Letzten Valentinstag. Sie ist einfach fast vergessen, ne? Also war der Ring doch nicht so krass. Und so habe ich hier Kärtchen. Da stehen Aufgaben drauf. Wenn ihr die Aufgabe machen wollt, könnt ihr dementsprechend auch Geld gewinnen. Mhm. Wie viel Geld steht auf der Frage drauf oder auf der Aufgabe? Das ist jetzt nichts mit anderen Frauen küssen oder so. Hast du ja das gewusst, ne? Würdest du es nicht machen? Nein, niemals. Für Geld? Niemals. Geld heißt neuer Ring? Okay. Oh, die ist schlimm. Ja, egal. Einen aggressiven Hund spielen? Hatten wir tatsächlich heute noch gar nicht. Ich glaube, ich passe tatsächlich. In die Alster. Nein. Das hätte ich mal vorgelesen für uns. In die Alster springen. Würdest du in die Alster springen für 50 Euro? Bin ich so warm, ja, da. Ich sag dir ehrlich, manchmal braucht man eine gewisse Abkühlung. Und die kriegst du dort. In die Alster, komplett in die Alster springen. Was heißt nicht komplett? Wie würdest du denn reinspringen, wenn du nicht komplett reinspringen willst? Nein, ich habe ein teures T-Shirt. Komplett. Nee. Einmal laut vorlesen. Bär ausziehen. Oh. Als hätte ich es geahnt. Also wenn ich den jetzt hier ausziehe, dann kriege ich 50 Euro oder was? Ja. Also ich muss den nur ausziehen, wenn ich mache. Das heißt nur auf den... Darf sie auch erst ziehen, bitte? Ausziehen oder noch eine Karte ziehen? Und am besten dann einfach in die Kamera halten oder Kameramann schenken. Aber krass, ne? Ich schwöre auf alles. Da sind so viele Karten und sie zieht einfach genau diese Karte. Das sollte ehrlich so sein. Telefon auf den Boden schmeißen, 85 Euro. Kann man neu ziehen? Nein. Also wenn man mich fragt, ich will auch nicht in die Alster springen, weil das Wasser ist einfach pissgelb, ne? Du machst die Aufgabe also nicht? Nein. Dann ziehst du am besten jetzt ein neues Kärtchen. Eine Rolle spielen? Also nicht eine Rolle machen, sondern ich gebe dir eine Rolle vor, du spielst die Rolle nach. Könnte theoretisch sowas wie Hund sein, würde ich aber jetzt nicht machen. Ich würde eine andere Rolle spielen. Nee. Wird's auch passen? Ja. Also kommt der BH jetzt noch raus, oder? Der kommt gleich. Ich brauche einen Moment. Das dauert. Nicht, dass da jetzt noch Socken rausfallen, ne? Ex-Freund anrufen, 20 Euro. Ja, okay, das geht aber. Hast du einen Ex-Freund? Ja, Kiel. Kann ich auch. Als würde ich ihn kennen. Ja, Kiel, stimmt. Ja. Es ist deine Entscheidung. Willst du es machen, willst du es nicht machen? Kriegt er das auch, wenn da nur so ein Riss drin wäre? Das Ding ist, wenn da nur ein Riss drin ist, dann muss ich nachhelfen. Das heißt, es darf jetzt nicht einfach so leicht auf den Boden fallen, weil du weißt selber, wie oft fällt das Handy am Tag auf den Boden. Es muss halt wirklich auf den Boden geschmissen werden. Das heißt, ohne Hülle. Ja. Sag du, Baby. Auch ein gutes Argument. Da ist nur eine Aufgabe drauf, komm. Ja, komm. Das sind so Leute, die wollen innerlich. Peinliche Instagram-Story posten. Du kriegst 10 Euro dafür, wenn du jetzt eine peinliche Instagram-Story postest. Ich muss kurz überlegen, was wir bei dir machen können. Wie heißt du erstmal? Sam. Das Ding ist, ich muss hier vorsichtig sein, ist ein männlicher Name, ne? Ja. Also bist du Mann? Ja. Okay, dann würde ich sagen, du sagst vielleicht in deiner Story, boah, was können sie sagen, irgendwas mit Geschlechtsumwandlung. Ich habe jetzt mein ganzes Leben lang drüber nachgedacht, ich sehe mich einfach nicht als Mann, ich will eine Frau sein. Du willst eine Frau sein, ne? Nein, ich bin körperlich noch weiblich. Also ich bin trans, ja. Ach, warte, okay, jetzt muss mein PC erstmal arbeiten. Du bist als Frau, als Mann auf die Welt gekommen, willst aber zu einer... Also mit einem weiblichen Körper bin ich auf die Welt gekommen. Okay, also fürs Protokoll, sie ist eigentlich ein Mädchen oder eine Frau und du willst dich eigentlich zu einem Mann umtransformieren. Genau. Okay, was muss da ab, was muss dranbleiben? Ja, also Mastektomie hier oben. Das abmachen. Als wären das so Legosteine. So einfach abmachen. Mein BH. Also 50 Euro kriegst du dafür natürlich schon mal. Dafür, dass du ihn ausgezogen hast. Ich muss aber auch sagen, viele laufen auch ohne BH rum, ne?
Ja, das stimmt, aber das kann ich nicht. Würdest du das nicht machen? Nee, das ist bei mir, glaube ich, nicht so schlau. Wenn ich mich selber in eine Frau hineinversetzen müsste, würde ich selber auch nicht machen, weil ich finde, man sieht es einfach zu sehr und die Leute achten zu sehr drauf, ne? Ja, das stimmt. Was mich wahrscheinlich brennend interessieren würde und auch die Zuschauer, warum ist er jetzt dein Ex-Freund? Es hat einfach nicht mehr gepasst. Wie lange wart ihr denn zusammen? Ein halbes Jahr. Okay, 6 Monate muss ich sogar sagen, finde ich nicht lange. Also ist wirklich eigentlich relativ frisch, ne? Aber es ist gut, dass ihr das ein bisschen früher erkannt habt, ne? Ja. Viele sind zum Beispiel, keine Ahnung, 10 Jahre mit einer Person zusammen und sagen dann, ey, es passt nicht. Das ist auch nicht gut. Das sind 10 Jahre dann, die weggeschmissen worden, ne? Das tut noch mehr weh. Also ich denke, die ein oder anderen Jungs hatten jetzt was zu schauen. Es haben sich natürlich auch hier die ein oder anderen versammelt. Du bist so schlimm, Bruder, ne? Walla, genau dann kommst du. Bruder, ich mach's. Machst du's? Mhm. Oh, das Handy raus, Digga. 85 Euro. Du willst ihn anrufen und sagen, dass du wahrscheinlich noch Gefühle für ihn hast. Auf den. Sie denkt auf jeden Fall mit, ohne Lautsprecher. Er sagt, bitte gedulden Sie sich einen Moment. Ich glaube, er hat keine Nummer mehr. Hat ja auch ein paar Probleme gehabt, ne? Eine Frage, wem gehört das Kind? Mir. Okay, weil da ist eine Karte mit Kind abgeben, ne? Ich gebe das Kind ab, ja. Aber wenn man 20 Euro Kind abgeben, sie gibt Kind weg. Wenn du das alles abmachst, sieht man halt die Namen? Ja, denk schon. Also am Anfang auf jeden Fall. Ich denke, das verblasst dann, aber es wird, glaube ich, immer ein bisschen sowas bleiben. Ich finde es aber an sich interessant. Wie bist du denn darauf gekommen? Also wann kam so dieser Klickpunkt? Keine Ahnung, in der 9. Klasse irgendwann. Hab mal so ein Video gesehen. Und dann irgendwann, keine Ahnung, ist mir aufgefallen, dass ich mich genauso gefühlt habe. Und dann, ja, einfach meiner Mutter erzählt. Und dann, ja. Also danke Social Media an der Stelle, ne? Josies Mama zieht jetzt auch nochmal einen Zettel. Josie, willst du ziehen? Aber dann musst nicht du die Aufgaben machen, Josie. Keine Angst. Das hätte ich gemacht. Tattoo stechen lassen. Das immer Tattoo stechen lassen. Du kriegst 100 Euro dafür, wenn du dir jetzt spontan ein Tattoo stechen lässt. Würdest du es machen? Ja, tatsächlich, vielleicht. Jetzt ist nur die Frage, wir müssen theoretisch einen Tätowierer finden. Ne? Das Ganze ist so spontan entstanden, dass ich nicht mal weiß, ob wir einen Tätowierer finden jetzt oder nicht. Theoretisch würden wir das so machen, dass wir später dann mit dir zum Tätowierer gehen. Würde das passen? Ich muss sie nachher noch nach Hause bringen. Kann die nicht alleine? Man muss der Verteidigung sagen, ich dachte, es wäre kaputt, aber das ist nur die Hülle. Folie, sorry. Wie würdest du reagieren, wenn deine Frau, Gott bewahre, sie geht dir vor deinen Augen fremd? Und du hast gerade nur dein Handy in der Hand, wo wir das Handy werfen aus Aggression. Wie hoch ist deine Aggression, wenn du sie erwischen würdest? So musst du das darstellen. Danke. Oh, fuck you. War das okay? Er liebt dich nicht. Ich habe gesagt, wenn du ihm fremd gehen würdest, so doll muss er werfen. Und das war nicht doll. Tattoo-Shake, würdest du es machen? Ja. Ich habe jetzt eigentlich mit dem Nein gerechnet, weil ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt Tätowierer finden. Ist jemand Tätowierer? Willst du nochmal ziehen? Oh, bitte. So. So viel Zeit habe ich leider nicht. Den BH kannst du an der Stelle auch wieder anziehen, ne? Nicht, dass er gleich weg ist, weil der Bruder ist hier auch irgendwo versteckt. Telefon auf den Boden schmeißen. 85 Euro, wenn du jetzt dein Handy auf den Boden schmeißt. Würde ich machen, ist eh kaputt. Dann schmeißen wir das jetzt aufs Handy. Okay, warte mal. Fürs Protokoll. Sie ist eine Frau, hat sich aber jetzt umoperiert, will zu einem Mann werden und ist jetzt aber eine Frau. Ja. Dennis hat gerade gesagt, Fremdgehen müsste er theoretisch akzeptieren. Dann machen wir ein anderes Beispiel. Also den Typen will ich, ne? Du bist mit deiner Frau unterwegs in der Stadt. Mhm. Da kommt ein Typ und haut dir einfach auf den Arsch. Mir? Nee, nicht dir. Also, yeah. Wobei, die würde ich auch auf den Arsch hauen. Haut deiner Frau auf den Arsch. Was würdest du machen? Darf man das sagen? Du würdest durchdrehen, ne? Nochmal. Dann wirf genau so, wie du durchdrehen würdest. Boah, Digga, das hat so wehgetan, ne? Ich schwöre, als wäre das mein Handy gewesen. Wollen wir Josie abgeben, nicht, dass die fällt? Gib am besten mal Josie deiner Freundin, die jetzt kein BH mehr trägt. Das sieht aber gar nicht so kaputt aus, wie sie meinte, ne? Also man muss sagen, vorne ist das Handy auf jeden Fall noch relativ heil. Was heißt relativ? Da ist eine Folie drauf, das heißt, sieht noch sehr gut aus. Du meinst, hinten ist es ein bisschen kaputt, ja, die ne? Die Kamera ist kaputt. Ja, genau. Oder das ist nagelneu. Nein, es ist 2,5 Jahre alt. Was ist für dich kaputt? Das ist kaputt für mich. Ey, guckt euch mal bitte das Handy an. Das ist einfach am Arsch. Oben ist auf jeden Fall zersplittert und halt unten, ne? Also Bruder, ich bin dir ehrlich, es hat mir sogar wehgetan. So ein Ding ist es. Wie viel waren das? 15 Euro, ne? 85 Euro. Jetzt müssen wir einmal live vor Ort sogar wechseln. Also er kriegt 85 Euro, ich gebe dir 100 Euro und du musst mir 15 Euro wiedergeben. Ich weiß nicht, ob ich einen 5 habe, ne? Sonst kannst du mir auch nur einen 10er geben. Gib mir nur einen 10er. Ich gebe ihm 90 Euro. Sieht aber gefälscht aus irgendwie, ne? Nein. Stark das durch. Wann habe ich. Du musst ihm das Geld geben, ne? Einmal, sie wollte das Geld behalten. Zeig nochmal in die Kamera, damit wir alle sehen, was für einen Schmerz du gerade durchmachst. Das sieht auf jeden Fall demoliert aus. Ihr seht gerade, der Zustand des Handys ist wirklich sehr, sehr gut, ne? Also es ist kein Handy, was kaputt oder so ist. Das ist kein Fake-Handy, das ist wirklich ihr eigenes Handy. Und das will sie jetzt für 85... Und das, aber ich habe österreichisch gesprochen. Und das will sie für 85 Euro jetzt auf den Boden schmeißen. Ihr seid alle Zeugen, ne? Sie schmeißt es jetzt für 85 Euro auf den Boden. Würdet ihr theoretisch euer eigenes Handy für 85 Euro auf den Boden schmeißen? 85 Euro? Nein. Das Handy ist eigentlich teurer, ne? Ja. Die ist dumm. Einmal 50, 60, 80... 70. Ich weiß, wollte ich testen. 80, 85 Euro. So, dann Bühne frei. Das ist deine Entscheidung. Ich habe damit nichts zu tun. Aber wirklich auf dem Boden, als hätte dein Freund dich betrogen. So, ne? Dieses scheiße Schatz. Ich bin noch nie ausgerastet. Alles gut. Echt? Dann ist es jetzt das erste Mal dafür. Ich mach das. Let's go. Können wir sie alle ein bisschen anfeuern, weil sie will ihr Handy noch nicht werfen? Alex! 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 Da geht noch was. SIM-Card ist was draußen, Digga. Ihr das hier einfach geworfen? War das toll genug? Ja!
Was seid ihr für Leute, Digga? Das stand nicht im Vertrag drin, das war nicht doll genug. Was hast du? Ich hab gesagt 85 Euro, hart auf den Boden werfen, als hätte der Freund dich betrogen. Na gut. Jetzt kommen wir zu dir. Ja. Du hast gesehen, was da für Aufgaben drin sind. Und du bist immer noch sicher, dass du durchziehst, ne? Ich mach. Okay. Ein Tattoo stechen lassen, 100 Euro, würde ich machen. Würdest du machen? Ja, aber wo? Ja, das ist echt die nächste Frage. Wo? Scheiße. Bist du Tätowierer? Was? Das Problem ist, ich habe das aufgeschrieben, ich habe aber nicht drüber nachgedacht, wo wir einen Tätowierer finden. Ne? Das war so ein bisschen dumm von mir. Warte, ich guck mal kurz, ich google einmal, ob wir hier vielleicht in der Nähe einen Tätowierer finden. Ich bin aber auch hohl, Digga. Ich schreibe Sachen auf, die vielleicht irgendwie nicht klappen. Tätowierer Hamburg. Ich guck auch, warte. Hier habe ich einen. Schließt demnächst 18 Uhr. Achso, die machen alles so früh zu. Das Problem ist, ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt gerade gesucht nach Tätowierern in der Nähe. Und die meisten schließen jetzt demnächst, beziehungsweise die schließen jetzt. Und den ich jetzt gerade gesehen habe, der 400 Meter entfernt ist, also 8 Minuten zu Fuß, hat schon leider geschlossen. Das heißt, das können wir nicht machen. Wir müssen leider eine neue Karte ziehen. Ja. Ich entferne die aus dem Sortiment. Du kannst auch sagen, ja, die ganze Vorgeschichte mit, ne, ich bin Frau, will jetzt Mann werden, dies, das. Und ich habe jetzt eine Frage an euch. Ich darf mir die Größe aussuchen. Wie groß soll er sein? Und dann machst du so eine Fragebox mit 12 cm, 16 cm und 18 cm. Und 50. Jo Leute, ihr wisst ja, ich bin ja in einen weiblichen Körper geboren. Bin halt trans, ne, hab mich schon länger geoutet. Und ja, ich wollte euch jetzt mal eine Umfrage machen, wie groß der dann sein soll später, ne. Und ja, stimmt mal ab. Das kann man drin lassen, ne? Mhm. Ja. Was würdet ihr denn sagen? Welche Größe würde zu ihm passen? Ja, schon so ein Ding. Okay. Da hast du aber den Bogen ein bisschen zu weit gespannt, ne? Aber wenn das dann nicht toll genug war, ist dein Pech. Also guck mal, okay, ich mach's vor mit meinem. Peinliche Instagram-Story posten, 10 Euro. Würdest du machen? Ja, aber was? Das überlege ich mir tatsächlich. Der Klassiker eigentlich, schwanger sein. Also das heißt, du machst eine Instagram-Story, wo du sagst, ey, ich habe mich jetzt etwas länger vielleicht nicht zu Wort gemeldet und ich will euch einfach mal ein paar gute Neuigkeiten von meiner Seite aus mitteilen. Ich bin schwanger im 4. Monat. Mach ich. Dann hol einmal dein Handy raus, kriegst hier schon mal 10 Euro. Am besten aufs Display. Ja, ich weiß. Ich kaufe mir ein neues. Guck mal, du musst immer mit deinem Gewissen spielen. Du kaufst dir neues, das Handy ist bald weg. Das war Döller. Oh, ja, es reicht. Ihr könnt euch alle einmal das Handy anschauen. Mhm. Das Handy war davon neu. Ja? Jetzt für 85 Euro kaputt. Sieht scheiße aus, ne? Oha. Ist scheiße, ne? Ja. Aber hat sie gut geworfen. Danke. Ja. Bitte. Dank dir. Was geht, alles gut? Wie geht's dir? Ich muss dir ehrlich sagen, gut, krass, dass du durchgezogen hast. Ja. Du genauso, krass, dass du durchgezogen hast. Das Handy ist jetzt an der Stelle im Arsch, das sieht man wahrscheinlich. Rückseite ist komplett aufgesprungen. Kamera ist auch teilweise defekt. Vorne ist nicht so viel passiert. Aber ich sag dir ehrlich, kannst du eigentlich bei eBay reinstellen. Muss ja nicht sagen, dass es kaputt ist. Ja, Leute, ich muss euch mal kurz was loswerden. Und zwar geht's mir seit ein paar Tagen nicht so gut. Ich habe sehr tolle Stimmungsschwankungen, habe mich sehr mit meinem Freund gestritten. Und ich dachte, ich muss das mal loswerden, weil ich weiß nicht, mit wem ich sonst drüber reden soll. Ich bin im 4. Monat schwanger und ich weiß nicht weiter. Ich kann mit meiner Mutter nicht drüber sprechen, deswegen muss ich es einfach mal loswerden. Geil. Dir auf jeden Fall auch viel Spaß. Und ja, in Zukunft will ich euch auf jeden Fall sehen, wenn ihr heiratet, ne? Auf jeden Fall. Du wirst uns überall sehen. Bin ich eingeladen? Schreibst du auf Insta. 100%? Ja. Wenn ich das sehe, ich komme safe vorbei. Du musst mir nur sagen, ich bin Dennis mit dem Handy. Ich komme safe vorbei. 100%. Du hast mein Wort, wenn ihr heiratet, ich komme vorbei. Ich bringe euch das Handy mit dann. Aber warte mal, die nehmen dann, von wo genau nehmen die Haut weg? Hier am Arm. Aber sieht man das dann theoretisch auch bei dir? Ja, klar. Also die Haut wird ja komplett einmal abgemacht. Und dann wird da so ein, ja, sowas extra nochmal dran gemacht, damit es auch vernünftig nachwächst und so. Warte mal, jetzt macht alles Klick, ne? Ich bin dir ehrlich, ne? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich habe auch mies lange nachgedacht, aber ich habe es gemacht. Daniel, das Kollege von mir, der hat hier einen Verband um den Arm. Und ich habe ihn gefragt, was er gemacht hat. Er meinte Skateunfall, kann ich aber jetzt nicht bestätigen. Und wenn du jetzt sagst, dass man aus dem Arm was rausnimmt, um... Ja, scheiße, leicht verdientes Geld, ne?